Jo, soll ich aufgeben oder noch mal richtig Gas geben? Heute mal ein ganz kurzes Video, auch anlässlich einer super, super tollen, was waren das eigentlich? Diskussion, keine Ahnung, Auseinandersetzung. Es war eigentlich fast ein WhatsApp-Coaching heute. Und mir ist da noch mal eins bewusst geworden, dass es manchmal wirklich im Leben so ist, wenn wir uns Dinge vornehmen, dass wir doch oft sehr dazu neigen, uns Druck zu machen, wenn es darum geht, etwas schaffen zu wollen. Und dieser Druck, ja, das ist dann oftmals genau das, wo wir im Widerstand mit sind, wo wir gegen kämpfen wollen und was wir unbedingt loswerden wollen. Und wir verwechseln dann oftmals das Vorhaben, was uns eigentlich begeistert, das Vorhaben, was uns eigentlich Freude bringt, das Vorhaben, wo wir also wirklich, also dieses Ziel, was wir erreichen wollen, das jetzt wirklich uns von innen heraus motiviert und uns begeistert, dass wir das im Grunde genommen wirklich erreichen wollen, dass wir das haben wollen, dass wir das schaffen wollen. Aber der Druck, den wir uns machen, bringt uns oftmals schon weit, weit, weit vor der Zielschnur sozusagen dazu, so ein Gefühl zu entwickeln, ja, das ist nicht gut, sich so viel Druck zu machen, und überhaupt dieses ganze Ziel macht mir so viel Druck. Und das ist genau der Irrtum. Das Ziel macht überhaupt keinen Druck. Das Ziel macht gar nichts. Das Ziel ist da, und ich kann genauso gut spielerisch damit umgehen. Ich kann genauso gut das Ganze wie eine wirklich spielerische Challenge sehen und sagen, wow, das möchte ich gerne, weil ich das möchte, weil sich das gut anfühlt. Davon träume ich, das genauso zu erreichen. Und diesen Druck, diese Stimme in mir, die mich unter Druck setzt, die mich anfeuert, die mir das Gefühl gibt, vielleicht das nicht zu schaffen, das ist der eigentliche Gegner, ja? Und das Problem ist, wir glauben dieser Stimme. Ja? Wir hören dieser Stimme zu und haben das Gefühl, das Ziel setzt uns unter Druck. Aber es hat mit dem Ziel überhaupt nichts zu tun. Es geht in der Tat wirklich nur um diese Stimme, der wir zuhören in uns. Diese nervige Stimme, die sagt, ah, du musst und wenn nicht und in jedem Preis und dieses, das, dieser ganze Blödsinn, den wir gelernt haben, der sehr konditioniert ist und über den wir auch mal lernen dürfen, ein bisschen zu lachen. Weißt du, das wirklich Wesentliche bei der Geschichte, die ich jetzt hier erzähle, ist die, dass für uns klar ist, und das muss man herausfinden, ob das, was wir da erreichen wollen, etwas ist, was uns Freude macht, was uns wirklich ja, innerlich zum Beben bringt, zum Lachen bringt, wo wir sagen, das ist eine Challenge, hey, wenn ich das habe, würde ich mich riesig fühlen, das ist toll, ich möchte das so gerne in meinem Leben. Und wenn das so ist, dann ist jedes Druckmachen komplett destruktiv. Dann geht es wirklich einzig und allein darum, das Ding im Kopf zu haben und wie es sich anfühlt, das erreicht zu haben. Dieses Gefühl, durch die Zielgerade zu gehen, dieses Gefühl, zurückzublicken und sagen, ja, das habe ich jetzt geschafft. Und nicht schon ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher rumanalysieren, wie gehe ich mit dem Druck um. Scheiße, mit dem Druck muss man nicht umgehen. Es geht nicht darum, du machst den Druck selber. Es geht nicht darum, mit dem umzugehen, was du selber machst, sondern es zu lassen oder darüber zu lachen oder einfach zu machen, einfach zu tun, umzuschalten, andere Ebene, raus aus der mentalen Ebene hin zu der physischen Ebene, es einfach zu tun, mit dem Körper etwas zu tun, einfach weiterzumachen, weil ich ja weiß, dass ich das gerne erreichen möchte. Also, kurze Message von heute. Merk dir doch bitte einfach, wann immer du dich durch irgendetwas unter Druck gesetzt fühlst, hat es nichts mit dem zu tun, worum es da geht, sondern es hat etwas damit zu tun, was du darüber denkst und wie du dich siehst, ob du dich, es zeigt etwas von dir. Siehst du dich wie ein Gewinner? Siehst du dich wie jemand, der das schaffen kann? Oder siehst du dich wie jemand, der das auf keinen Fall auf die Reihe kriegt? Ja. Und das ist genau die Challenge, das zu ändern. Seh dich anders. Seh dich bis 10 Sekunden vor der Ziel, nein, Blödsinn, bis genau zur Zielgeraden musst du das Gefühl haben, es schaffen zu können. Na? Also okay. Wenn du jetzt einen Marathon machst, ist ganz klar, da siehst du relativ genau, wie viel Entfernung da noch da ist. Aber auch da geht es oftmals um Minuten, Sekunden, Millisekunden, keine Ahnung, ich bin kein Marathonläufer. Und es ist immer viel mehr zu erreichen, wenn wir das spielerisch ohne Druck angehen und sagen, ja, das geht, ich krieg das hin, das geht, ich krieg das hin, das geht, ich krieg das hin. Außerdem macht diese Gedankenhaltung auch unwahrscheinlich viel Spaß, sich selber klar zu machen, es geht, ich krieg das hin. Ja? Und jetzt noch was ganz Wesentliches. Wir sprechen ja hier, ist ja auch ein bisschen Energiearbeit, kann man fast sagen. Denn das, was du gerne haben möchtest, ist eine Energie, nichts anderes. Ja? Jedes Ereignis ist ein energetisches Ereignis.
Und deswegen meine Frage an dich: Wie glaubst du, bist du mehr Magnet für dieses energetische Ereignis? Wenn du dir Druck machst auf halber Bahn oder wenn du tatsächlich für dich so das Gefühl entwickelst, das gehört zu mir, dieses Ziel, ich krieg das hin, ich schaffe das. Genauso wie ich es mir gewünscht habe. Ich glaube, die Antwort ist dir klar. Ist ein reines Training, weiß ich selber. Unser Kopf ist sehr stark und spricht so einiges zu uns, was wir lieber nicht glauben sollten. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch. Immer mehr davon kommt auf Instagram übrigens. Also schau, nicht alles wird hier irgendwie auf Facebook oder YouTube oder so gepostet. Schau gerne auf Instagram und abonniere da. Sagt man das so? Nee, keine Ahnung. Ja, ich bin noch ein bisschen Instagram-Newcomer, also werde da einfach mein Follower. Würde mich freuen, wenn du da reinschaust und ein bisschen mit unterwegs bist in meinen Gedanken, die ich gerne mit dir teile, wo ich dich gerne inspiriere. Schreib mir in den Kommentaren bitte auf jeden Fall, was dich reizt, was für Fragen du hast, was dich interessiert, was dich beschäftigt, damit ich das Ding auch hier für dich richtig gut machen kann, damit du wirklich etwas für dich an Mehrwert in dein Leben hineinziehen kannst. Bis bald. Tschüss, dein Christian.